Heute möchte ich euch erzählen, wie ich zur Permakultur, der schleimfreien Heilkost, der Kampfkunst und im Allgemeinen zu meiner jetzigen Lebenssituation gekommen bin, auch wie ich zu meinem Projekt gekommen bin, beziehungsweise wie das auch so entstanden ist. Und das dürfte vielleicht für den einen oder anderen recht interessant sein, wie bei mir so die Anfänge waren, welche Erfahrungen ich gemacht habe, beziehungsweise auch welche Erlebnisse und welche Schlüsselmomente überhaupt ausschlaggebend dafür war, dass ich diesen Weg überhaupt gegangen bin. Von daher, lehnt euch einfach zurück, holt euch was zu trinken und genießt die folgenden Minuten. Mein damaliges Weltbild begann mit 19 Jahren langsam zu bröckeln. Dort habe ich im zweiten Fachsemester gerade Wirtschaftsinformatik studiert, war zu der Zeit wie immer auch in meinem ganzen Leben ziemlich gut in der Schule, war da ein Einserschüler und natürlich war ich da auch noch ziemlich gut durchtrainiert, da habe ich auch schon mit 15 angefangen Street Workout zu machen und hatte ja auch einen sehr schön durchtrainierten, fitten Körper. Und in dem zweiten Fachsemester ging es da damals in Rechnungswesen und Betriebswirtschaft auch um Aktien und Geldanlegen und Investieren. Und da habe ich mich dann so langsam dafür interessiert und habe einfach mal geschaut, was es so für Investitionsmöglichkeiten überhaupt gibt und habe mir allgemein mich so ein bisschen mit dem Thema Geld beschäftigt. Und dann bin ich zum Beispiel auf Dirk Müller gestoßen, also dieser Mr. DAX oder sowas. Und da habe ich mir ein paar Videos von dem mal angeschaut und der hat dann war etwas mehr auf dieser alternativen Szene auch vertreten. Also der hat dann nicht so wie die meisten, die in Aktien investiert haben, auch mal so kritische Dinge aufgezählt. Zum Beispiel das mit dem Jesus-Penny. Da habe ich mich dann damit beschäftigt, wie sich das Geld eigentlich bei uns vermehrt, wer es schöpft und alles Mögliche. Habe mir dann da Videos von KenFM zum Beispiel angeschaut. Den gibt es ja jetzt so in der Form nicht mehr. Aber zu der Zeit habe ich mir da sehr viele Interviews von ihm angeschaut über das Geldsystem im Allgemeinen. Und da hat es dann bei mir so langsam angefangen, so ein bisschen zu bröckeln. Beziehungsweise habe ich mich dann so einfach hinterfragt, warum das viele nicht verstehen, beziehungsweise warum es nicht so bekannt ist, was Geld ist, wie es entsteht und wer eigentlich der Eigentümer von dem jetzigen Geldsystem überhaupt ist. Auf dem damaligen Kanal KenFM bin ich dann auch hängen geblieben und habe mir dann noch weitere Interviews angeschaut, jetzt fernab vom Thema Geld, sondern auch zum Beispiel Interviews von Dr. Daniel Ganser, seine Forschung zu Gladio oder 9/11 und andere Kriege, die von dem Westen aus ausgingen. Sind auch sehr interessante und spannende Themen, wo man sich das auch anschauen kann. Habe mir noch weitere psychologische Sachen, die da mit angesprochen worden sind, angeschaut und auch, was mir sehr gut gefallen hat, die Serie von ihm damals, Die Macher, wo halt einfach Pioniere vorgestellt werden, die zum Beispiel auch Permakulturprojekte vorgestellt haben und da auch einfach geachtet haben, dass man halt jetzt so einen Sinneswandel auch macht in der Gesellschaft, in neue Wege auch geht. Und das hat mir halt einfach alles sehr interessiert. Und habe mich ja dann so, ich sag mal, in diese alternative Szene, die jetzt im Mainstream nicht so bekannt ist, mich da weiter informiert und weiter interessiert, natürlich ziemlich offen. Habe dann natürlich parallel dazu auch weiter für mein Studium gelernt und alles mögliche, damit da auch die Noten passen und habe auch weitergehend weiter trainiert, auch täglich 2 bis 3 Stunden. Habe aber dann zum Beispiel bei meinem Training auch gemerkt, dass ich da immer mehr Gelenkschmerzen und Probleme auch bekommen habe und das hat mich dann ziemlich demotiviert, warum das halt auch immer weiter passiert ist. Und dann kam bei mir dann irgendwann die Stimmung auf, dass ich nicht unbedingt immer das Fleisch essen möchte, so Pute und alles Mögliche für meinen damaligen Glauben mit der Eiweißtheorie. Und habe dann nach anderen pflanzlichen Eiweißquellen halt auch gesucht und habe mich dann ein bisschen ins Thema Ernährung dann auch eingelesen und habe mir dann, ja, sagen wir mal, die große Farbpalette an verschiedenen Essverhalten angeschaut, wie Paleo, vegetarisch, vegan und so weiter. Und bin dann letztlich bei der veganen Rohkost dann gelandet und habe mir dann Videos von Henry und Silke angeschaut. Gibt es ja hier auch auf YouTube, sind etwas größere Kanäle, kann ich auch nur sehr empfehlen. In Bezug zur schleimfreien Heilkost haben da auch schon sehr viele Erfahrungen auch gemacht. Und da bin ich dann einfach hängen geblieben und das wollte ich dann auch einfach mal ausprobieren mit der schleimfreien Heilkost und das habe ich dann auch damals gemacht. Was mich bei der Rohkost auch sehr beeindruckt hat, ist, dass ich da zuvor noch ein Video angeschaut habe von einem guten Mann, der sich von Krebs mit grünen Smoothies geheilt hat. Er hat jeden Morgen in seinem
Garten rausgegangen, hat sich da immer Wildkräuter gesammelt und hat daraus einen grünen Smoothie gemacht und hat so seinen Krebs heilen können. Das hat er dann in so einer Talkshow auch erzählt. Und alle Beteiligten haben ihn auch ausgelacht und haben ihn nicht ernst genommen. Und die meisten, da waren 75% der anderen Beteiligten, die hatten selbstgesundheitliche Probleme, waren übergewichtig oder dergleichen. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum sie den einfach so runtergeredet haben, ihn nicht ernst genommen haben, sogar noch denunziert haben. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und deswegen wollte ich dann nochmal zusätzlich der Rohkost eine Chance geben, weil ich dann einfach gesehen habe, dass da Leute dafür ausgelacht werden, was ich nicht verstehen konnte, aber diese guten Heilungseffekte hat. Und dann dachte ich mir so, es kann doch nicht möglich sein, wenn jemand seinen Krebs heilen kann durch eine alternative Essverhalten, nur weil sein seine Essgewohnheiten umgestellt hat, dass er dadurch ausgelacht wird, obwohl man damit eigentlich viele Leid und Krankheiten vermeiden kann, aber er wird dafür ausgelacht. Und deswegen dachte ich mir einfach so, probierst du es einfach mal selber aus und schaust, was halt da passiert. Das habe ich dann auch gemacht, aber die Umstellung hat ziemlich schnell gemacht. Das heißt, ich bin von innerhalb von 6 Wochen von vegetarisch vegan auf vegane Rohkost umgestiegen. Und das hat natürlich meinen Eltern auch nicht sehr gut gefallen, dass ich das jetzt gemacht habe. Am Anfang waren die noch ziemlich motiviert und euphorisch, wollten mich einfach machen lassen. Haben sie aber dann noch langsam gemerkt, dass ich auch immer mehr Gewicht verliere. Da kamen schon die ersten Besorgniserregungen zustande. Nur war es halt also so, dass ich halt am Anfang wenig Gewicht verloren habe, aber trotzdem noch weiter meinen Sport machen konnte und auch sehr aktiv war, noch im Kopf immer noch klar war. Und am Anfang habe ich dann noch so 6, 7, 8 Kilo verloren, also diese ganzen Schlacken, die ja dann ausgeschieden worden sind über die mehreren Jahre. Ist ja eigentlich von dem her nicht schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt diesen nicht ausgeschiedenen Kot, den sehr viele haben, so mindestens 10 Kilo, wenn der einfach rauskommt, dann verlierst du halt einfach das Gewicht durch die unnatürliche Ernährungsweise von der Zeit, bevor ich zum Beispiel jetzt mit der Rohkost angefangen habe. Und das Problem ist halt, ich habe das ziemlich unterschätzt am Anfang. Ich habe mich jetzt nicht so sehr damals mit Anod Ehret beschäftigt, mit der Übergangskost, die halt sehr wichtig ist, um halt jetzt die folgenden starken Entgiftungen, die ich mir dann zugefügt habe, einfach zu vermeiden, weil ich dann auch weitere Videos angeschaut habe von der Rohkost und haben sie gesagt, man soll halt wenig essen oder weniger als die meisten, also trotzdem halt ausreichend. Man soll halt viel fasten und alles mögliche. Und dann habe ich halt nach diesen 6 Wochen hat dann auch angefangen, sehr viel zu fasten. Bin auch schnell ins intermittierende Fasten reingekommen und habe dann auch angefangen, sehr viel Obst zu essen. Obst tut halt sehr stark entgiften. Dadurch verlierst du halt einfach Gewicht zum Beispiel und hast dann auch irgendwann noch Zahnprobleme auch am Anfang. Und weitere Entgiftungserscheinungen habe ich auch schon genug Videos dazu gemacht. Kann man sich gerne in der Playlist anschauen. Und dann habe ich auch noch, wie gesagt, etwas weniger gegessen, viel Obst gegessen und dann habe ich dann noch sehr viel weiterhin Gewicht verloren, 10, 20, 30 Kilo und da dachte ich halt einfach, es geht nicht weiter runter. Habe das dann ungefähr 4 Monate durchgehalten, bis ich dann irgendwann bei 36 Kilo war und da ging es mir dann auch richtig schlecht. Also ich habe durch die Entgiftung auch alle meine Muskeln verloren, da war ich halt auch recht dünn. Dürften vielleicht viele von euch in der Anfangszeit vielleicht wissen von meinen Videos und das war dann auch ziemlich harte Erlebnisse, weil da konnte ich auch fast keine Treppen mehr hochlaufen an manchen Tagen. Also da ging es mir dann auch richtig schlecht. Und dann habe ich dann angefangen, die Reißleine zu tun, habe mich dann immer mehr mit der schleimfreien Heilkost auch beschäftigt, mit Arnold Ehret, habe dann auch mir noch Freunde bzw. Henry auch ein bisschen zur Unterstützung genommen, wie man das jetzt wieder regeln kann. Dann habe ich dann angefangen, sehr viel Grünzeug zu essen. Das heißt, ich habe mir dann Sprossen regelmäßig gemacht. Ich habe mir dann auch Wintergemüse wie Feldsalat, Salate, Spinat, grüne Smoothies habe ich mir da weiterhin auch gemacht und sowas einfach mit integriert, damit ich halt die starke Entgiftung stoppe. Habe dann ein bisschen weniger Obst auch gegessen. Mehr Wurzelgemüse in Sachen wie rote Beete auch mit integriert, Kürbis gebacken und sowas dann, damit ich halt einfach wieder zu Kräften komme und wieder aufbauen kann. Habe natürlich auch nebenbei weiterhin Krafttraining gemacht, obwohl alle in meinem Umfeld gesagt haben, ich soll das nicht machen, weil ich dadurch einfach ich Kalorien verbrenne und Gewicht verliere. Ist jetzt eigentlich nicht so aufgetreten, wie man es
die ganze Zeit so behauptet hat. Die großen Fehler bei der Umstellung haben mich nicht nur körperlich ziemlich kaputt gemacht, natürlich hat das mich auch emotional sehr mitgenommen und auch von der Gesellschaft her wurde ich dann auch ziemlich stark ausgegrenzt. Also einerseits gab es ja dann sehr viele Schwierigkeiten auch bei mir in der Familie, weil ich ja dann trotzdem weiterhin die Rohkost durchsetzen wollte. Und weil ich mich ja natürlich mit den alternativen Themen beschäftigt habe, ist halt immer schwieriger geworden, den gemeinsamen Nenner bei mir in der Familie auch zu finden. Wenn man halt solche Themen anspricht, da kommt da meistens eine ziemlich starke kognitive Dissonanz oder die Themen sind halt ein bisschen unbequem und möchte halt nicht unbedingt mit denen darüber reden, beziehungsweise die Leute wollen sich halt vielleicht damit nicht den Tag versauen, keine Ahnung. Aber das war dann auch so, dass im Studium das ziemlich heftig dann bei mir gewesen ist. Das heißt, ich wurde auch von allen gemieden, auch von meinen Kommilitonen, mit denen ich in den ersten beiden Jahren auch sehr viel unterstützt habe, auch beim Lernen und mit denen ich mich eigentlich ziemlich gut verstanden habe. Die haben sich dann auch den Rücken zu mir gewendet, einerseits wegen dem ungewöhnlichen Essverhalten, was ich halt hatte mit der Rohkost, dass ich halt sehr viele Sachen roh gegessen habe. Also ich wurde zum Beispiel auch im Studium ausgelacht, weil ich in einer Zucchini einfach gebissen habe und weil man das halt einfach nur so nicht kannte. Man hat mich halt da als Freak angesehen, mit dem man halt nicht so viel zu tun haben wollte und die alternativen Themen, die ich da auch da im Hinterkopf hatte, da wollte auch niemand davon hören. Das heißt, ich habe dann mein Studium noch 3 Semester bis zum 5. Fachsemester habe ich dann einfach alleine sozusagen durchgeführt und war dann mehr oder weniger der Außenseiter. Und ich habe dann in diesen Zeit, also am Anfang von der Rohkost, wo ich das ein halbes Jahr gemacht habe, bin ich dann bei mir auf ich habe mich aber sehr viel mit Ernährung beschäftigt und wollte auch mein eigenes Obst und Gemüse anbauen, weil es halt das natürlichste und gesündeste halt auch ist. Das war meine Intention. Hab dann bei mir im Dorf gibt es einen Freund, den regionalen Obstproduzent, der mir ja dann schon auch später ausgebildet hat. Und bei dem konnte ich dann freiwillig auf dem Feld aushelfen. Ich habe dann zum Beispiel in den Semesterferien dann auch den ganzen Tag bei ihm gearbeitet, so 8 bis 10 Stunden immer auf dem Feld. Der macht alles Großteil mit der Hand, also mit der Hand hacken, aussehen, Salat setzen. Also das Ganze drum und dran, so Selbstversorgung, und der hat mich dann auf dem Feld mitgenommen, hat mir dann vieles beigebracht, wie man hackt, wenn man was aussehen, sät, gießen, also das Ganze drum und dran, diese ganzen Grundlagen vom Gärtmann hat mir dann innerhalb von diesen 2 Jahren dann bis zu meinem Studium, bis ich abgebrochen hätte, hat er mir dann so beigebracht und dafür hat er mir dann einfach seine Erträge gegeben, also das Gemüse, was er momentan in der Saison hat, hat er mir dann gegeben, also als Beispiel jetzt. Grob gesagt, das war jetzt eigentlich das, vom Verhältnis hat er mir das Maximum 10 Euro an Gemüse gegeben, zum Beispiel für 8 Stunden Arbeit. Also das war jetzt so diese Gegenleistung. Also ich habe für meine Tätigkeit ab und zu mal Obst und Gemüse bekommen und durfte halt auch bei ihm lernen und habe ihm halt ausgeholfen. Und genau das habe ich dann die ganzen 2 Jahre parallel in meinem Studium halt auch alles gemacht. Und habe natürlich auch weiterhin meine Rohkost halt gemacht, weiterhin trainiert, durchgehen, damit ich halt wieder einfach meine Muskeln wieder langsam aufbaue, wird auch schon wieder ein bisschen was und einfach auch wieder Gewicht zunehmen und einfach auch wieder zu Kräften kommen, weil das ist wirklich ein Scheißgefühl, wenn du richtig dünn bist, weil die Leute meiden dich erstmal, also das wird von unserer Gesellschaft auch gar nicht gesehen, du wirst von Frauen geächtet. Wirkst ja auch nicht anziehend, ist natürlich auch logisch, geht es bei den Männern als schwach, hilflos und sonst irgendwas und du wirst einfach in der Gesellschaft nicht ernst genommen. Also von daher, hockt nicht faul auf der Couch rum, geht trainieren, ist für alle gut und weil der Körper auch euer Tempel ist. Und ich habe das 2 Jahre durchgezogen, hat aber dann irgendwann kein Interesse mehr gehabt für das Studium, also ich wollte einfach das nicht mehr lernen und im Praxissemester, da war ich dann in der großen Industrie, bei einem großen Autohersteller bei mir hier in der Nähe und mir hat es einfach nicht mehr gefallen. Also ich habe dann im Studium die ganze Zeit gelernt ohne Ende, um irgendwie Einsatz zu bekommen und dann hast du im Studium vielleicht nur 5% gebraucht und sonst war die ganze Zeit da irgendwie nur das Rumgelästere und ziemlich unproduktiv irgendwas sein und dann hat es mir auch nicht gefallen, die ganze Zeit in einem großen Bürogebäude zu sein. Die Luft war irgendwie schlecht und ich wollte einfach wieder raus in die Natur zu meinem Bauernfreund, ihm da halt irgendwie auszuhelfen. Da war ich die ganze Zeit mit den Gedanken und ich habe es dann irgendwann nicht mehr gepackt. Auch nachdem ich das Fachpraktikum beendet habe und dann meinen Praktikumsbericht fertig schreiben wollte, hat mir die Hochschule gesagt, dass halt wegen dem Deckblatt da ein Formfehler ist und deswegen wollen sie es nicht annehmen. Und hätte ich dann nochmal alles, die ganzen Unterschriften holen müssen und so. Und dann dachte ich mir so, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Und habe dann einfach meinen Fachsemester bzw. mein Praktikum und mein komplettes Studium abgebrochen.
Natürlich hat es meinen Eltern überhaupt nicht gefallen, dass ich jetzt so ziemlich nah am Ende von meinem Studium einfach abbreche, aber ich wusste ganz genau, dass ich in dem Bereich nichts machen möchte und dass dieser Abschluss für mich sinnlos ist. Und das habe ich auch meinem Vater verklickert, dass ich halt unbedingt jetzt irgendwas mit dem Garten und Permakultur machen möchte, dass ich mein eigenes Obst und Gemüse auch anbauen möchte und da auch etwas aufbauen möchte. Und dann hat er mir, ich glaube, einen der wichtigsten Ratschläge, den ich eigentlich am Anfang überhaupt nicht ernst genommen habe, aber jetzt schon, hat er gesagt, das ist halt eine Knochenarbeit, du arbeitest wie ein Ochse, hast hier wenig Wertschätzung in der Gesellschaft dafür, für Gartenanbau und für dieses, sagen wir mal, den bäuerlichen Selbstversorgeranbau, hast viel Arbeit, verdienst nicht viel Geld und hast wenig Wertschätzung. Und das, jetzt weiß ich ganz genau, was er halt auch damit meint. Er war damals in der Sowjetunion, hat er halt für die Genossenschaften arbeiten müssen und da weiß er ganz genau, was das für ein Leben ist, dass es halt sehr anstrengend ist und auch nicht so gut entlohnt ist wie jetzt zum Beispiel andere Jobs. Und ich merke es halt selber auch bei meinem Permakulturprojekt, dass es dann doch sehr anstrengend ist und dass man sich da einfach auch andere Wege suchen muss. Also zum Beispiel in meinem Fall, damit du halt neben dem Garten noch irgendwie weitere Standpunkte oder Standbeine zur Verfügung hast, weil es jetzt in der jetzigen Gesellschaft ist es ziemlich schwer, da überhaupt was richtig an dir aufzubauen, damit man ein anständiges Leben hat und man nicht die ganze Zeit wie ein Ochse irgendwie arbeiten muss oder sonst irgendwie beschäftigt ist. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich mein Studium hinter mir gelassen habe, habe ich dann auch nach ein paar Monaten das Tai Chi für mich entdeckt, habe dann auch in Ingolstadt bei mir einen Meister gefunden, der traditionelles Tai Chi unterrichtet. Das heißt, er hat im Ursprungsort bei den Großmeistern gelernt und bei dem lerne ich jetzt auch schon seit fast 4 Jahren, glaube ich, oder 3,5 Jahre ungefähr. Ich glaube, das sind sogar jetzt schon 4. Übe ich jetzt und lerne bei ihm Tai Chi. Ist auch für mich eins der wertvollsten Sachen, die ich mit meinem Leben integriert habe. Neben dem Krafttraining und dem Obst und Gemüse an der frischen Luft auch nochmal so diese tiefen Entspannungen in der Kampfkunst mit Qigong als bewegte Meditation, ganzen Aufwärmübungen und dann auch das richtig Kämpferische dann auch hingehen. Das findet mein Vater auch sehr gut, dass ich sehr viel Krafttraining weiterhin auch mache und auch wieder meine Muskeln aufbaue. Das mache ich jetzt schon das zweite Mal. Also von mit 15 habe ich angefangen bis 19, wo ich dann sehr viele Muskeln hatte. Und dann kam ja die Zeit mit der Rohkost, wo ich dann sehr viele Muskeln verloren habe. Und jetzt baue ich das wieder alles ziemlich gut auf. Und das Interessante einfach dabei ist, ich achte nicht auf die Nährstofftheorie. Ich tue mir keine Supplements zuführen. Ich esse auch fast keine Wildkräuter, achte nicht auf die Kalorien oder Nährstoffe. Und ich baue trotzdem weiterhin gut Muskeln auf. Und man hat mir am Anfang von der Rohkost auch die ganze Zeit gesagt, auch unter meinen Videos, wenn ich nicht Fleisch esse, dann habe ich nur noch ein paar Monate zu leben. Ich würde dann ohnehin sterben. Mein Körper wird aushungern, wenn ich so weitermache. Und es passiert halt einfach nichts, was ich halt auch sehr interessant finde. Und es ist auch sehr spannend, wozu der Körper auch alles in der Lage ist. In dieser Zeitrechnung bin ich jetzt 25 Jahre alt, habe jetzt also mit meinem, sag mal, Wandel oder meinem Aufwachprozess mit 20 angefangen. Und es geht bei mir auch stetig weiter. Ich beschäftige mich auch mit vielen neuen Sachen. Jetzt zum Beispiel mit dem Allot, raus aus dem System, Mensch sein, Eigentum beanspruchen und da die Eigenverantwortung zum Beispiel übernehmen. Beschäftige mich auch sehr viel mit Psychologie zwischen Mann und Frau. Also gibt da immer genug Sachen, mit denen man sich zum Beispiel weiterhin informieren kann. Aber das soll jetzt erstmal dafür gewesen sein. Einfach jetzt hier für euch dargestellt, wie meine Anfänge kurz und knapp waren. Ich mache das jetzt deshalb in dieser Videoform, weil bei mir mit den Livestreams ist die Internetverbindung nicht so optimal. Muss ich auch schauen, wie ich das jetzt mache, sonst hätte ich das gerne im Livestream erzählt. Aber ich werde es jetzt einfach so jetzt weiterhin machen, für euch abfilmen. Könnt mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, irgendwelche Fragen, die ihr habt, irgendwas, was euch interessiert, könnt ihr auch gerne unten reinschreiben. Ich beantworte sie euch gerne oder beantworte sie auch in dem nächsten Video. Und das hilft mir natürlich auch, wenn ihr unten kommentiert, damit meine Videos weiter verbreitet werden. Ich bin sowieso darauf angewiesen und daher bitte ich euch, wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, kostenlos auf die Glocke drücken, sind nur 2 Klicks, könnt ihr jederzeit beenden, wann ihr wollt. Und wenn ihr einen Mehrwert von meinen Videos habt, könnt ihr auch mal unten in die Videobeschreibung schauen und eventuell auch eine Unterstützung da lassen, alles natürlich auf freiwilliger Basis, um halt weiterhin meine Arbeit zu unterstützen. Hier in der Permakultur schlammfreien Heilkost, allgemeine Aufklärungsarbeit. Und sonst gerne auch das Video teilen, verbreiten. Freunde, Bekannte, Familie, die es vielleicht auch dieses Video interessiert, bin ich da auch sehr dankbar. Und das ist jetzt so viel zu dem Thema. Und wie gesagt,
sehen uns dann auf der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.